Ja, die Landesgartenschau in Fulda lädt ein, mit einem Turm nach oben zu fahren und viel Spaß über den Dächern von Fulda. Ja, wir haben hier dann den kompletten 360 Grad Rundumblick über Fulda. Hier der Blick in Richtung Vogelsberg mehr oder weniger. Überall halt Landesgartenschau, überall sind verschiedene Themenwerden absolviert und gleich schwenkt das Ganze rum. Ja, hier unten sehen wir eine Attraktionsbühne, wo kleinere Künstler auftreten, aber die Großen kommen dann auf den Domplatz nach Fulda. Hier der Blick über Richtung Bronzell und hier unten überall schöne Radwege, die man fahren kann. Fulda, also vorbei. Kaiserwiesen, Hintergrund. Klinikum und eben dann den Blick auf die Rhön. Wir sind mittlerweile 70 Meter hoch. Hier nochmal das Stadion von Fulda. Ja, der Blick auf die Rhön, Wasserkuppel, Münzeburg und hier der sogenannte Frauenberg und dann der Dom von Fulda. Den wir auch gleich nochmal uns ein bisschen näher anschauen. Überall Themengärten zur Landesgartenschau. Ja, jetzt sind wir einmal rundherum gefahren, noch ein kleines bisschen und dann geht es schon wieder nach unten. In diese Richtung, ganz rechts oben, was man aber nicht direkt sieht, da ist das Messegelände, wo demnächst die Caravan- und Campermesse stattfindet. Ja, hier das Rosenbad in Fulda, das Freibad und nochmal der Blick über die ganze Stadt. Ja, und hier sehen wir nochmal der Dom zu Fulda. Ja,
Ja, und gleich sind wir unten angekommen. Hier stehen unsere Fahrräder. Dann werden wir das Ganze noch einmal von außen uns anschauen, wenn die nächste Gruppe nach oben fährt. Ja, dieser Hightower hat schon überall in großen Städten gestanden. Wien, Brüssel, ja, ich will jetzt nicht alle aufzählen. 70 Meter hoch ist das Ganze. Die Landesgartenschau in Fulda geht noch bis in den Oktober. Bis zum 8. Oktober kann man die ganzen Blumen und die ganze Ausstellung noch genießen, natürlich auch im Nachgang. Ja, wir sind dann hier nochmal um den Aueweiher gefahren, wo man richtig schön auch spazieren gehen kann oder eben ja, mit dem Fahrrad letztendlich die ganze Strecke abradeln. Insgesamt sind wir an diesem Tag 50 Kilometer gefahren. Ja, natürlich kann man überall schön einkehren und auch hier flanieren. Ja, das soll nur eine ganz kurze Vorstellung gewesen sein und lasst uns gerne ein Like da.